Hallo von den Elektroschwaben. Heute wieder ein Beitrag aus der Reihe Unglaublich, aber wahr. Peters Verbrauch sinkt weiter. Wir hatten ja bereits in einem unserer vorhergehenden Videos, Link findet ihr oben, über die unglaubliche Effizienz des Model Y Modelljahr 2022 berichtet. Doch Peter setzt heute noch einen drauf. Hallo Leute, hier mal wieder ein Update von den Elektroschwaben vom Model Y Modell 22. Also was effizient heißt, sieht man hier. Langzeitverbrauch 14,1, 141 Wattstunde. Ich fahre Stadtverkehr über Land und es ist so, morgens haben wir 6 Grad, müssen wir heizen. Und nachmittags steht dann die Sonne auf Kurzstrecke, muss die Klimaanlage kräftig arbeiten. Und trotzdem ein sehr guter Verbrauch. Und in letzter Zeit war ich noch nicht auf der Autobahn, also die letzten 14 Tage. Und so schaut jetzt die Effizienz aus vom ein Model Y Baujahr 22. Also da gibt's da nichts zu meckern. Jetzt ist immer noch die Heizung an, aber es ist doch ein hervorragender Verbrauch. Und jetzt wird das Fahrzeug mit 3700 Kilometer wird jetzt eingefahren sein. Und was dazu kommt, diese Kilometer hat er jetzt eigentlich alles kostenlos. Ich habe alles von der PV-Anlage Überschussaufladung gemacht und zweimal an der Ladestation, wo mit 11 kW kostenlos war. Sonst, ich habe noch nichts bezahlt für den Strom zum Fahren. Das soll es mal für dieses Video gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.